Der Bildungsminister ist am Wort, Martin Pollaschek. Herr Präsident, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, lassen Sie mich, bevor ich zur Logistiknovelle komme, unterstreichen, was mein Ressort in den letzten Wochen gerade für Österreichs Volksschulen getan hat, weil es schon mehrfach angesprochen worden ist. Alleine im Schuljahr 2021/2022 wurden an den Volksschulen im Rahmen des Covid-19-Förderstundenpakets zusätzlich 38.214 Wochenstunden, also das entspricht rund 1.737 Planstellen, zusätzlich für die Volksschulen zur Verfügung gestellt. Bei zusätzlichen Schülern werden wir auch zusätzliches Lehrpersonal weiter zur Verfügung stellen. Und natürlich erhalten auch die Volksschulen bei zusätzlichen Schülerinnen und Schülern weiterhin Unterstützung. Und außerdem war es mir wirklich ein persönliches Anliegen, um unkomplizierte Lösungen für die Anstellung qualifizierter ukrainischer Pädagoginnen und Pädagogen zu finden, damit sie so schnell wie möglich in den Klassen eingesetzt werden können. Und wir tun alles, was nur irgendwie möglich ist, den ukrainischen Kindern die entsprechenden Sprachangebote zur Verfügung zu stellen und wo immer wir die Möglichkeit haben, Menschen mit der entsprechenden Sprachkompetenz in die Schulen zu bringen, tun wir das. Und wir bemühen uns sehr darum und machen regelmäßig auch Aufrufe, unterstützen alle Personen und ermöglichen allen Personen, die die Qualifikation haben, auch entsprechend in den Schulen für die ukrainischen Kinder eingesetzt zu werden. Wenn man sich die Situation in den Volksschulen ansieht, so erkennen wir, dass durchschnittlich rund 10 Volksschulkinder auf eine Lehrkraft kommen. Also eine Lehrkraft im Schulgang auf rund 10 Volksschulkinder, die von uns finanziert werden. Und mir ist es wichtig, dass diese Lehrkräfte auch wirklich in der Klasse stehen und von anderen Tätigkeiten entlastet werden. Ich werde aber weiterhin Gespräche mit den Ländern und den Bildungsdirektionen führen, wie wir einen gezielten Ressourceneinsatz speziell für die Schuleingangsphase und die ersten 2 Schuljahre sicherstellen. Ich darf aber darauf hinweisen, dass gerade mit meiner Initiative zur Bereitstellung von administrativem Unterstützungspersonal im Pflichtschulbereich und der Verankerung einer entsprechenden Bestimmung jetzt im Finanzausgleichsgesetz die Schulleitungen und die Lehrkräfte zusätzlich entlastet werden können. Und wir beobachten natürlich derzeit genau, ob weitere Notwendigkeiten im neuen Schuljahr entstehen. Die Schulplanungen sind natürlich noch nicht abgeschlossen. Und ist dies der Fall, dass wir zusätzlichen Bedarf haben, werde ich mich jedenfalls dafür einsetzen, nicht verbrauchte Mittel auch im kommenden Schuljahr entsprechend umzuleiten und dort einzusetzen. Und falls notwendig ist, werden wir selbstverständlich auch über zusätzliche Mittel die entsprechenden Gespräche führen und dort, wo notwendig, entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen. Heute schon steht jeder Klasse grundsätzlich bereits eine zusätzliche Förderstunde zur Verfügung, zu der die klassenführende Lehrperson individuell einzelne Schülerinnen und Schüler einladen kann. Damit kommt jedem Kind heute schon bei Bedarf ohne zusätzlichen Aufwand Förderung über den Unterricht hinaus zugute. Aber selbstverständlich ist es mir auch weiterhin ein zentrales Anliegen, alles zu tun, um die Volksschulen bestmöglich zu unterstützen. Denn gerade die ersten beiden Volksschulklassen verdienen eine besondere Aufmerksamkeit und wir werden ihnen genau diese Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ich darf nun auf die wichtigsten Eckpunkte der vorliegenden Novelle noch in Kürze eingehen. Zentral ist eben die Stärkung von Eigenverantwortung, von Selbstständigkeit und von Selbstorganisation in der Schule. Um der Individualität eben der Schulen und der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, will eben der vorliegende Gesetzesentwurf wirklich schulautonome Entscheidungsmöglichkeiten ausweiten. Und es geht um die Eigenverantwortung der Schulen und die eigene Entscheidung der Schulen, für welche Art von Angebot sie sich entscheiden. Es geht um die Eigenständigkeit und um die Selbstorganisationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, die entsprechend ausgebaut und gestärkt wird. Und die Gestaltungsmöglichkeiten für die nächste Generation von Lehrplänen der Sekundarstufe 2 werden ebenfalls erweitert. Dadurch soll die gesetzliche Regelungsdichte für die kommende Generation der Lehrpläne in diesem Bereich so weit zurückgenommen werden, dass eben zusätzliche Freiräume entstehen und neue zusätzliche Möglichkeiten eben für individuell wählbare Angebote geschaffen werden, wie zum Beispiel schulautonome Wahlpflichtgegenstände.
Und ich halte es auch für gut, dass die Wahlfreiheit zwischen jahresweise und semestrierter Führung der Oberstufe etabliert wird. Und das fällt in die Autonomie der Schulleitungen und der Schulpartner vor Ort. Und eine Änderung muss entsprechend vorgeplant werden, damit sich die Schülerinnen und Schüler und die Eltern darauf einstellen können. Und es ist bereits angesprochen worden, der Schulversuch der neuen Oberstufe mit verstärkter Individualisierung wird ins Regelschulwesen übernommen. Und Schulen, die die semestrierte Oberstufe führen, können sich auch für die Novi entscheiden, müssen es aber eben nicht. Und die Möglichkeiten auch zur Befreiung vom stundenplanmäßigen Regelunterricht, wenn die Schülerinnen oder Schüler an anderen Unterrichtsangeboten teilnehmen wollen, werden jetzt erheblich erweitert. Damit werden auch hier Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten und kein Zwang eingeführt, sondern die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, selber zu entscheiden, welche Lehr- und Lernformen sie für sich auswählen wollen. Und des Weiteren inkludiert die Novelle eine Ausweitung des Förderunterrichts. Ich halte das für sehr wichtig, denn in Zukunft kann der Förderunterricht vorgesehen werden, wenn die Lehrkraft feststellt, dass ein Bedarf für eine Förderung vorliegt oder auch eine Schülerin oder ein Schüler selbst einen solchen anmeldet. Und das bedeutet, dass auch besonders begabte Schülerinnen und Schüler ebenfalls Förderungen beantragen können, weil wir auch diejenigen, die ganz aktiv noch weiter gefördert werden wollen, ebenfalls diese Möglichkeit haben, damit alle Schülerinnen und Schüler, die wirklich noch etwas mehr an Förderung haben wollen, diese auch bekommen und wir diese nicht davon ausschließen. Und zuletzt sollen die derzeit im Schulrecht vorgesehenen Möglichkeiten für die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie um ein Schuljahr verlängert werden. Der Einsatz und der Umfang der Maßnahmen werden wie bisher davon abhängen, ob die Maßnahmen sachlich notwendig, zweckmäßig und verhältnismäßig sein werden. Unser Ziel wird sein, sichere und offenere Schulen. Das ist unsere Maxime und ich kann Ihnen versichern, wir bereiten uns sorgfältig auf den Herbst vor. Wir arbeiten daran, aber wir arbeiten sorgfältig und gehen nicht zu früh mit Ankündigungen hinaus, sondern wir werden es dann mitteilen, wenn wir die Arbeiten ordentlich erledigt haben, im Sinne der Schülerinnen und der Schüler, die sich das einfach verdient haben. Eigenständigkeit und Selbstorganisationsfähigkeit von SchülerInnen sei das Ziel. Die Novi kann die neue Oberstufe sein. Das steht für neue Oberstufe mit verstärkter Individualisierung.